So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Im letzten Part waren wir beim FIB und dort wurde man dann... Oh Gott, sorry. Da wurde man dann mal kurzerhand K.O. geschlagen und ins Leichenhaus verfrachtet. Dort angekommen mussten wir dann ein bisschen Leute töten, da die Agency genauso gut Auto fährt wie ich scheinbar. Nee, da die das abgeriegelt hat, zwecks dem Halunken, der sich dort befinden sollte eigentlich. Aber ist ja nur ein Scheintoder, so wie es sich am Ende herausgestellt hat, da der da nicht lag. Dann wurde man ein bisschen verfolgt und dann hat uns Franklin angerufen, von wegen wir sollen ja mal bitte... Oh Gott, was ist das denn? Hierher kommen, also dort zu den Ölbohrtürmen. Und dorthin fahren wir jetzt, gerade sind wir unterwegs. Mal schauen, was uns dort erwarten würde, genau. Wir haben hier einen schicken Bentley, würde ich jetzt mal so auf den ersten Blick drauf... Was für ein Deutsch war das? Würde ich jetzt halt erstmal hier schätzen. 100% sicher kann ich es nicht sagen. Ja, toll. 500 Meter nur noch, also sind wir ja gleich dort. Fahren wir gleich mal querfeld ein. Geht immer schneller. Franklin, what's going on? You gotta get out of town. Man, I ain't exactly got nowhere to go. Well, then take a trip. A long trip. What the fuck is going on? Things, all right? Look, you remember I told you I know people? Feds who looked after me when I retired? You did? Yeah, I did. I mean, I think I did. I don't know. Shit, Jesus Christ, Franklin. I got so many stories, I can't even keep them straight. I'm full of shit. Yeah, but your full of shit got me a lot of paper. One score with you, I made more money than I ever did hustling. Oh, yeah, I mean, I'm a great thief, but you know, it's the other shit that I ain't got figured out. So what's the deal, man? What's the deal with the bureau, man? This clown, I mean, he's an okay guy, fucking cocksucker. We did a deal a long time ago. Didn't go quite the way it was supposed to go. Wrong guy got killed. So I had to go into kind of an informal witness protection program. He helped me. I didn't reveal secrets of his. And everything was cool. Problem started when recently... I became unretired. I mean, he shows up, starts calling in favors, telling me to do shit. I mean, look, Franklin, I'm working for the fucking feds. Oh, fuck, man. Oh, fuck, man, yeah, and that ain't even the worst part. Did I ever tell you about Trevor? Man, I think so, shit. Well, if you only think so, then I wasn't being completely honest. He's, I don't, hell walking on earth. That's what he is. Well, let's bury this motherfucker. Oh, yeah, good luck with that. Shit. I mean, Trevor and I got history. Complicated fucking history. Look, I've done a lot of things that I ain't proud of. Okay, I never claimed to be an angel. But you meet Trevor, Franklin, you'll swear I am an angel. So what's the mood here, man? I don't know. Fuck. I'm just gonna, you know, try to play both sides. You know, until I can find a way out of this shit. All right, man, look, man, you help me. Way I see it, man, the least I can do is help you. It's a death sentence, Franklin. Man, I ain't trying to hear all that shit, man. If the bureau ain't gonna take you to court, them motherfuckers just hustlers anyway. And I ain't finna let no motherfucking cat think he's so motherfucking crazy run me up a tree. Fuck that. Hey, you're a good kid, Franklin. This means a lot to me. Like I told you, I'm a terrific thief. I'll find something for you. Big. Now come on. You better take off. All right, man. I'm with you. I'm with you. Bestanden. Totgesagt, wir leben länger. Treffgenauigkeit keine 55, Kopfschüsse nicht, Missionszeit zu lang, konzentrierter Killer auch nicht, unversehrt auch nicht, 50%, dass wir es halt einfach abgeschlossen haben. Naja, immerhin. Okay, missionstechnisch haben wir jetzt das FIB wieder und Michael. Okay, außerdem hätten wir Trevor und dann hier die Randale wieder. Okay.
Kfz-Abschleppplatz. Ach so, das ist ja hier in der Seitengasse, wo wir mit Franklin immer machen können. Können wir dann jetzt halt überhaupt zu Franklin wechseln? Ja. Würden wir rein theoretisch können. Machen wir aber nicht. Gut, ich möchte mich ganz gerne mal umziehen. Bingo. Nee. Bingo ist ein Schundladen. Suburban ist auch so ein Kack. Was ist denn das hier? Oh, Jungs. Das ist mir jetzt definitiv zu lang zum Fahren. Warte mal, ich rufe es mal bei Luftschiff an, was da eigentlich passiert. Hi, this is Atomic Blimp. Can I help you? I need a blimp as soon as you can. I have one available right now. I'll have them drop it off as soon as possible. Ah, that would be perfect. Thanks. Hope it works out for you. Goodbye. Huh? Wie cool ist denn das? Ach, das ist jetzt da hinten dann wieder einfach verfügbar. Irgendwo. Luftschiff, Luftschiff. Flugschule. Da könnten wir auch mal mit dem Trevor hingehen im nächsten Part oder so. Dart haben wir noch nicht gespielt. Keine Ahnung, wo das Luftschiff sein soll. Ich rufe jetzt aber erstmal Taxi an. Na, Dave. Also Dart spielen, Flugschule müssen wir noch Hello. Machen. Yeah, can you send out a cab to me? I'm sending one out right now. Thanks. Okay, da haben wir schon mal für die nächste Folge irgendwas geplant. Passt. Von Dave, E-Mail. Cool bleiben. Hör zu, ich vermute da mal, dass du sauer bist wegen des Gefallens, um den ich dich gebeten habe. Ich wünschte, ich müsste dich da nicht reinziehen, aber Boss hat in ein paar alten Fällen rumgeschnüffelt. Ich weiß, wir hatten einen Deal, aber das ist einfach eine andere Abmachung. Ich wünsche, es wäre anders. Aber wie gesagt, du hast meinen Schutz verlassen, als du angefangen hast, wieder dein Ding durchzuziehen. Ich habe dir gesagt, dass das dein Problem sein würde. Du hast meinen Rat ignoriert. Ich werde mein Bestes tun, um dich als geschätzten Freund meiner Firma zu schützen, aber dann darfst du nicht aus der Reihe tanzen. Ich habe keine Ahnung, wer sie sind oder wovon sie sprechen. Ist das Spam? Bist du behindert? Warum fährst du jetzt weg? Kann ich gleich nochmal anrufen. Hi, I'd like to order a cab, please. Stay where you are. I got a driver right around the corner. Okay, thanks for your help. Nur habe ich wegen lang gebraucht wahrscheinlich. Hat er die Schnauze voll gehabt. Aha. Wo ist dein guter Taxifahrmensch? Ach, da drüben jetzt. Wo kam der jetzt plötzlich her? So, where do you wanna go? Ja, da springen wir hin. Ich möchte ja nicht so viel Zeit verlieren. Einkaufen waren wir eigentlich auch noch gar nicht so viel. Okay, buddy. There you go. Danke, $53, weil ich habe hier echt ein bisschen schäbige Klamotten an. Sportbekleidung. Gibt's hier bitte auch was Anständiges? Womit ich mich in der Öffentlichkeit blicken lassen kann. Anzüge, ja, das ist doch schon mal... Das ist lässig. Das ist auch recht lässig. Aber ich bin der Weiß-Typ. Ich finde Weiß immer extrem nice. Ja, was? Jacken. Anzüge. Hemden. Aber das passt so. Ich bräuchte Schuhe.
Guten Tag, haben Sie auch Schuhe? Wo geht's dahinter? Freizeitbekleidung. Nein. Okay, das sind andere Anzüge auch noch. 8 Milliarden Sachen. Hier sind Schuhe. Weiße, schicke, weiße Träte. Treter. Nee. $600 nur für Schuhe, ey. Das ist schon wieder ein Laden, weißt du. Das ist Kotzen. Dann halt nicht. Wenn du dein Auto behalten willst, dann behältst es halt. Ich nehme mir so lang. Ach, wieder so ein komisches Schiff. So, jetzt ist nur die Frage, was wir machen. Ach, das ist Golf. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon wieder Missionen machen soll nach Com. Scheiß drauf. Machen wir Missionen oben bei Michael. Ach, ich habe einen Stern. Sagt mir das halt mal jemand. Warum zur Hölle habe ich jetzt einen Stern? Weil ich das Auto geklaut habe oder was? Bitte, jetzt wird's lächerlich. Mach mal die Mission. Smoking in my house. You know, ever since that psychotic pal of yours turned up, you've turned into an even bigger asshole. Thank you. Your support in my difficult times means the world to me. I've supported you. I left everything to come here with you, and still that crazy bastard turns up. I'll handle it. How? I don't know. Oh, you know what? Just keep him away from me and the children, you low-life, whoremongering asswipe. Did someone say yoga? No, I think she said whoremongering asswipe. Hello, Fabian, darling. Namaste, Amanda. Are we ready to practice? Yes. Oh, yes. She's very centered. A regular oasis of peace and tranquility, this one. With anger issues and worse friends. No wonder I'm so upset. You too, please. Namaste. We practice. Miguel, join us, please. No, please. No. 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 The yoga is for sharing. Come, come. Miguel, come. Awesome. So fat. If you can make me as happy and mellow as my wife, it'll be a job well fucking done. We are all on our own journeys, Mikhail. Yeah, no doubt. So why is she driving a tank on hers? Perhaps to deal with your hostility, Michael. Now here is good. We have the sun and the moribunda. The asshole. Now we begin and put the asshole to the earth. Yes? We begin each sequence. Tadasana. Yes. Or mountain pose. All right. Un, deux, trois. Mouth and anus are perfectly in line. Show him, Amanda. Un, deux. Now, Michael. I don't know about this. Bewege linken Stick und rechten Stick an die angezeigte Position und halte sie dort.
Ist ja cool. In and out with the breath, Mikhail. Exhale. That is okay. In the nose, out the mouth. Okay, Doc? Strength, Mikhail. Now, in through the bloated nose and out through those wrinkled lips. Maybe there's hope for him. A small, tiny, minuscule maybe. This is gonna have to do. Now we will do something more complicated. Sometimes, when I do this pose, I weep uncontrollably for hours. Wie geil. Oh, wow. You feel that? The emotion inside? Let it go. Michael, join us. I feel like I'm channeling bullshit right now. Now, you breathe. Und jetzt atmen wir und ausatmen. You're turning red. Later you can show a stripper how flexible you are. Breathe, Mikhail. He's got great core strength for someone who's totally rotten there. Oh, jetzt wird's kompliziert. Scheiß Controller vibriert wie Sau. Just exhale, Michael. You feel that? The silly man forgets to breathe. Ich kipp gleich nach vorne um, so wie das ausschaut. Hold it. Stroke it. I'm about to feel some emotions, all right. Remember, children. Do not fear the unknown. We are the unknown. Show us, Amanda. I don't think Michael's up to this. He may surprise you. Plank. Plank. Chaturanga. Chatur. Yeah. Feel the flow. Everything is flowing in me. Mike, would you? Oh, wow, wow, etc. Aber jetzt kommt das Ultra. To the face. Breathe, please, Michael. Let it out, baby. We need to talk to the kids about having a family session. Take in the air and release it. Ich nehme mal an, ich muss da immer Vollgas machen. Your lungs, they work, yes? Out through the mouth. Tell me you don't feel centered. Breathing is almost the most important thing, no? Hold the anus. Breathe, please, Michael. So krass viel am Atmen, ey, das ist ja Hammer. Look at the concentration on his face. Oops. It's like a gorilla with a cell phone. Take in the air and release it. If you'd found yoga before, you wouldn't have been that way with Coach. Your lungs, they work, yes? Let it go. Now if you could just get Trevor on a yoga mat. You have come a long way today, Mikhail. Huh? Yes, later you will cry like a baby. Yeah, right. His chakras are completely blocked. Don't worry about him. Show me the downward dog. I'm glad we have helped with your impotence, Mikhail. What'd you say? Your sexual energies have been blocked for too long. Back into my pelvis. Back. Back, back. Yes, there you go. Oh, 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 oh! What? Hey, enough of that shit! Yoga is the answer, Mikhail.
But what is the question? Why am I such a moron? We are leaving, and we are never coming back. Good! You are alone, you pathetic psychopath! Fuck you! And that phony French fucking yogi! Ah! Geh in Jimmys Zimmer. Ah ja. Ziehen wir uns jetzt erstmal eine Bong rein, oder? Wie komme ich nochmal da hoch? Ach, genau so. James! Go away! Oh yeah, fuck you! You know what? If there was a rate button, I'd be using it right now. Unless you're a faggot and you like that sort of shit. And then I'll just rape your mom instead! Nice TV. Did I pay for that? Yeah, you smashed the other one, didn't you? Come on. I want to go for a ride. I gotta meet a friend. All right, so I'll go meet him with you. Come on, I want to get out of the house. I'm not going alone. Come on. This is fucking bullshit. Bullshit? Threatening to molest your online buddies is bullshit. They're not my buddies. They're the only people you speak to. Steig in dein Auto. Jo, machen wir. So where's your friend? Burger Shot. Ich geb dich zum Burger Shot. Cool. Gibt's es jetzt doch? Hab ich noch gar nicht mitgekriegt. Yeah, nice to see the kids are still hanging out at the burger joints. Me and the guys, we'd go down to the diner after class. Ah, was ist denn hier los? M3 treffen oder? Soll ich mir das vorstellen? Please. You know, you're really creeping me out. I'm trying to relate to you. No, you're trying to take me on some nostalgia trip. You're such a cliche. Oh, says the dope smoking, game playing, live at home world owes him a living millennial. I knew it. The mask was gonna slip. The monster's been exposed. The hell are you talking about? The real you. That bitter, vindictive old man. You pretend you're being a father, but you hate me, don't you? I don't hate you, Jim. You really have to meet my friend? Yeah, I really do. Then please don't get weird. For once in your life, don't be weird. Okay, schaffen wir, denke ich. There he is, the friendly neighborhood drug dealer. Yo, oh, brother, man. What's man? Up? What's up, man? Good to see you. What are you, turning tricks to pay for this shit, huh? Hey, who's the old man? It's my dad. Oh, all right, Mr. DeSanto. Yeah, you the kid selling Jimmy pot by the pound? Nah, Jimmy, bro, your dad's funny, man. Come on, do this shit and let's get going. Oh, yeah, you got that other thing? Oh, yeah. Come on, man, what the fuck? Jimmy. Just hold on a second. Oh, all right, later on. Careful with that. Hey, let's bounce. Bounce. We're bouncing now. Is that what we're doing? Jesus fucking Christ. Alrighty then. Now what? Can we just get back to the house, Bock auf please? Das, auf das Auto. Hey, shit. Careful! Okay, fahren wir wieder zurück. So, want a drink? I'm driving. Because normally you're such a between the white lines, friend to the pedestrian kind of guy. Fine. Give it here. Kinokamera ist schon was Geiles. Vor allem, wenn man jetzt sieht, wo es lang geht. Jetzt komm, jetzt trink halt. Your turn. Maybe when we get home. Ah, who's the square now? Ich raff nichts mehr. Boah, das Auto fährt sich ja so genial jetzt. Oh, who's in there? It's harmless. Vets have been using it for decades. What? You anesthetize me? You fucking shit. I'm protecting you from yourself. Also, I took money from your bank account and I'm moving out. Huh? You're too crazy, Dad. Come on. Damn it!
was geht ab? What do you want, Michael? I always thought I was the good guy. Alter, wir sind so drauf. Das ist ja nur geil. Hammergeil, Leute. Hammergeil. Das ist sind mal Hallos, die Spaß machen. Die Musik natürlich auch extrem geil. Das heißt schon wieder Copyright-Verstoß, ich weiß. Aber egal. Fliegen wir mal zu unserem Haus, wenn ich überhaupt richtig bin. Der Controller vibriert in einer Lautstärke. Ammunition unter uns gewesen. Es gibt Krieg, mein Sohn. Der fährt so komisch, ich kann gar nichts machen. Ich lasse jetzt einfach nur los, er lenkt einfach nur voll in irgendeine Richtung, wie er halt gerade Bock hat. Jetzt habe ich wieder alles unter Kontrolle. Naja, okay, nicht wirklich. So, Jimmy, komm her. In der Garage oder was? Michael, I think you finally lost your mind. Your recent behavior and the company you've been keeping already had me very concerned. Now you've taken to attacking my Fabian, who is a close friend, and then Jimmy said you took drugs while driving him in your car. We've decided to move out for a while. You promised me you'd change, and you haven't changed a bit. I know you say I always act like I'm in a movie. Well, this isn't that. I think I'm gonna speak to a lawyer. I'm just really confused. Please, don't try to contact us, and try not to get yourself killed. Amanda. Yoga beruhigt. Missionszeit waren wir natürlich wieder mal zu langsam. Krieger, Dreieck, Sonnenanbeter, alles geschafft, was auch immer das ist. Yoga nun verfügbar bei sonst was. Minus $3000 haben wir auch noch.
möchte mich erstmal umziehen, das taugt mir ja mal gar nicht, was wir hier anhaben. Unser Anzug vom letzten Mal war einfach nur göttlichst. Jimmy, ich habe keine Karre, Paps. Kann mich nicht neben dem Umzug auch noch damit rumschlagen. Also habe ich deine genommen, bis ich auf einen Füßen stehe. Ich bring zurück, wenn alles geregelt ist, Jay. Alles klar, Junge. Wir speichern jetzt aber mal das Spiel und währenddessen verabschiede ich mich von euch. Nach diesem Drogenrausch muss ich dann doch mal mich kurz hinlegen. Wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Macht's gut und auf Wiedersehen. Ich bin's, euer Flashy. Ciao.